Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spirit of the Island. Ja, in der letzten Folge sind wir hier zur Stadt gelaufen und haben hier dem Mechaniker die Sachen von der Quest abgegeben. Und ein Ozean der Möglichkeiten findet die Reparaturmaterialien. Moment, was haben wir denn da eigentlich? Das Grundlagen. Was ist das hier? Beziehung? Nee, finde die Bücher. Hier, das war das. Der Captain hat dir gesagt, dass er das für dich in Ordnung bringen kann. Was denn? Das ist sehr nett von ihm, aber zuerst musst du alle Materialien besorgen, die er dafür braucht. Vielleicht kannst du etwas davon auch selbst herstellen. Finde jemanden, der die Angelstelle repariert. Ah! Für die Angelstelle sollen wir das mitbringen. Ja, da würde ich sagen, dann machen wir das in dieser Folge. Ich sehe hier übrigens gerade was ganz Tolles. Und zwar einen Pilz, den ich nicht mitnehmen kann, weil mein... Doch, mein Inventar ist doch gar nicht voll. Pilz? Warum schwebst du da oben rum? Ja, toll. Also bisher hatte ich ja noch keine Bugs, aber das ist jetzt ein ganz dämlicher Bug, ehrlich gesagt. Okay, ich will jetzt nur mal ein paar von diesen Kirschen noch mitnehmen. Wir haben zwar noch nichts gebaut, weil wir könnten theoretisch noch einen Ofen bauen. Jetzt möchte ich das aber wissen. Wenn ich jetzt auf den Pilz hier gehe, backt das auch so rum? Nee, den kriegen wir mit. Okay. Na gut, immerhin etwas. Dann nehmen wir den hier vorne auch noch schnell mit. Zack. So, und gehen mal hier entlang. Neuer Standort entdeckt. Mit dir wollte ich eigentlich reden. Hallo Gameplayerin. Hat dir schon jemand mal gesagt, dass du den Eindruck machst, jemand zu sein, der sich um das Land, die Pflanzen und die Ernte der Früchte kümmern könnte? Wie kann jemand so einen Eindruck machen? Genau. Nicht ganz, aber jetzt, wo ich hier auf der Insel lebe, bin ich davon begeistert. Das ist toll. Es gibt nichts Schöneres, als sich die Hände schmutzig zu machen, um mit der Natur zu leben. Lass mich wissen, wenn du Hilfe brauchst. Das kann ich absolut nur bestätigen. Was ist denn hier oben alles? Ah, da ist eine Kiste, wo ich auch wieder einen Schlüssel für brauche. Okay. Ein Boot. Was ich nicht benutzen kann. Okay. Na gut, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Ja, da sind Kaffeesamen drin. Das ist sehr gut. Also anscheinend ist in allem, was so am Wasser wächst, weil das ist nämlich... Kann ich das nehmen? Ja. Das ist nämlich auch bei mir am Wasser, also an diesem See der Fall. Da bekommen wir nämlich Kaffeesamen her. Die sammle ich mir hier jetzt mal alle ein. So viel Zeit muss sein. So. Dann. Gucken. Nix. Du auch nicht? Nix. Na gut, dann halt nix. Okay, ich müsste dann also noch was machen für den... Hallo, ich sehe mich nicht mehr. Ich müsste dann noch was machen für den... Ich weiß gar nicht, für wen das jetzt gewesen ist. Jetzt ist sie wieder hier. Wo sind denn die anderen hin? Unten ist noch einer. Die eine läuft mir gerade weg, mit dem habe ich schon gesprochen. Also da könnt ihr im Endeffekt jeden Tag... Ach, das war der zum Verkaufen. Ja, mit dir muss ich, glaube ich, auch noch reden, oder? Genau, da wollte ich nämlich die Kokosnüsse verkaufen. Wieso haben die nur 4 Wert? Okay. Die haben 7 Wert und die Kirschen immerhin noch 6 Wert. Naja gut, wir haben noch keinen Ofen, also kann ich die Kirschen eigentlich, weil die sind auch verderblich, eigentlich auch verkaufen. Aber so könnt ihr dann unterwegs, wenn immer unter der... Ach so, der hat ja was zum Kaufen. Oh, was ist das? Feigensamen. 300 für 1. Hat der den Hintern offen? Aber ich weiß nicht, wo ich Feigensamen sonst herkriege. Avocado, weiß ich auch nicht. Ist auch drei, die sind alle 300 oder was? Nee, die sind 50. Ich wollte gerade sagen, die sind doch sehr einfach zu besorgen, alle. Bananen, die sind auch 300. Ja, anscheinend, ich vermute mal, die man sowieso selber nicht... wieso habe ich da eigentlich noch Schrauben? Achso, der wollte ja, glaube ich, nur eine Schraube haben, ne? Und der hier hat irgendwie eine Schraube locker. Ich weiß auch nicht.
Ach so, halt, ich muss mich ja noch mit dem unterhalten. Bleib stehen. Jordans Laden, morgens geöffnet und für den Rest des Tages geschlossen. Ja, ich wollte mich trotzdem mit dir unterhalten, hallo? Die Insel, von der ich stamme, wird jetzt von Piraten kontrolliert. Ich weiß nicht, ob je dorthin zurück möchte. Ob je dorthin zurück möchte, okay. Das tut mir leid, es muss schrecklich sein. Sind alle Piraten böse? Ja. Ja, zweifellos. Ich hoffe, sie kommen nicht hierher. Piraten sind die schlimmste Sorte von Menschen. Okay. Moment, da oben läuft einer. Ha, bleib stehen. Bleib stehen, ich hab... was war das für ein Leck? Ich hab dich erwischt. Genau wie die Bücher, die ich lese, liebe ich Überraschungen. Ich habe nicht erwartet, dich hier zu sehen. Aber ich bin froh, dass ich es getan habe. Wie läuft es bei dir, Gameplayerin? Gefällt dir Maluhia? Ich lese auch sehr gern, Samuel. Ja, ich genieße es, Maluhia kennenzulernen, bevor ich mich auf meine Plantage konzentriere. Ich lese auch sehr gern. Ja, ich bin neu hier, möchte alles darüber erfahren. Ich nehme mal das. Mein Instinkt ist ziemlich gut. Du siehst aus wie jemand, der gerne liest. Wer weiß, vielleicht findest du ja ein Buch, das dir bei deinen täglichen Aufgaben hilft. Und wenn du eins findest, lass es mich bitte ausleihen. Ich lese gerne neue Dinge. Mir gefällt es sehr, wie wir im Gespräch Wissen austauschen, Gameplayerin. Komm mich bitte oft besuchen. Voll das Wissen, genau. Hallo, mein Name ist Chaves und liebe Essen. Haben die alle so gutes Deutsch hier? Wie ist dein Name? Wie geht es dir heute? Hallo Junge, mein Name ist Gameplayerin. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich mag Essen ebenfalls. Erzähl mal, was isst du am liebsten? Freut mich auch, dich kennenzulernen. Auch wenn ich mit dem Messer in sein Gesicht rumfuchte. Mein Lieblingsessen ist ein gutes Schinkensandwich. Ich glaube, dass Gott es erschaffen hat, damit wir das Leben noch mehr genießen können. Den besten Schinken gibt es in den Bergen. Man muss nur danach suchen. Das ist der beste Weg. Okay, du bist jetzt mein Freund. Lass uns ein anderes Mal sprechen. Wiedersehen. Okay, dann schnapp ich mir die kleine Göre hier. Hi. Hey du, hast du dich verlaufen? Wenn ja, kannst du eine meiner Karten haben. Du weißt schon, diese Dinger mit den Zeichen drauf. Aus Papier, verstehst du? Warum schaust du mich so mit so einem Gesicht an? Danke, kleine Lady. Hahaha, mein Name ist Gameplayerin. Ich bin neu hier und gewöhne mich noch an die Stadt. Das mit den Karten ist gut zu wissen. Ich bin Gameplayerin und neu hier, kenne mich deswegen nicht so gut aus. Gut, das letzte ist Blödsinn. Gewöhne mich noch. Ich mach mal das erste. Okay. Okay, ich verstehe. Willkommen in unserer Stadt Maluhia. Ich bin klein, aber ich lerne schnell. Eines Tages werde ich eine tolle Maschine bauen, die mich von hier fortbringen wird. Ich meine, es gefällt mir hier, aber ich möchte mehr Abenteuer erleben und alles kennenlernen, was die Welt zu bieten hat. Neue Freunde treffen, studieren, Roboter bauen. Ich kann dir ein anderes Mal mehr erzählen. Übrigens, mein Name ist Alina. Auf Wiedersehen. Okay. Halt, stopp, da unten läuft noch einer rum. Ah, nein, nein, okay. Boah, wenn man sich auf die Karte konzentriert. Schlimm. Oma, bleib stehen. Hast du die Bücher gefunden? Ich brauche sie, um zu verstehen, was dein Schicksal ist. Nee, leider noch nicht. Mach dir keine Sorgen. Nimm dir die Zeit. Komm wieder, wenn du die Bücher besorgst. Ich wollte aber mit dir reden. Es kann doch nicht nur an den Büchern hängen bleiben. Da unten sind auch noch Leute. Also wir machen das jetzt so ein zweites Mal, dass wir mit denen reden. Und dann würde ich sagen, danach mache ich das einfach immer nebenbei, nehme das aber nicht mehr alles unbedingt mit auf. Hallo Gameplayerin, schön dich wiederzusehen. Meine Bar ist der perfekte Ort zum Ausruhen. Nach einem langen Arbeitstag, du kannst gerne vorbeikommen. Und wenn du etwas brauchst, ruf mich einfach an. Vielen Dank, Gump. Ich habe nur Gutes über diesen Ort gehört. Ja, ist quasi fast überall drin. Wenn die Leute sagen, dass es so ist, umso besser. Hahaha. Früher war meine Bar praktisch überfüllt, aber als die Piraten auftauchten, hatten die Touristen Angst und blieben aus. Wer weiß, vielleicht könntest du mir helfen, diese Situation zu lösen. Komm öfter vorbei, Gameplayerin. Wir sind stets zu Diensten. Ja. Wo sind die anderen jetzt im Moment? Rechts ist noch einer. Die soll man nicht weglaufen. Ah, die bleibt aber stehen. Buh. Oh, du bist es wieder. Hast du immer noch niemanden gefunden, mit dem du reden kannst?
Tut mir leid, wenn ich dich störe, aber ich wollte nur wissen, was du hier auf der Insel eigentlich machst. Oh, das habe ich durchaus. Dann bin ich sehr neugierig geworden. Okay. Du störst mich nicht. Es ist okay. Ich habe mich um das Hotel gekümmert, damit es Touristen aufnehmen kann. Nicht, dass es in letzter Zeit benutzt worden wäre. Also muss ich sehr kreativ sein, um etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Das dürfte als Information erstmal reichen, oder? Ja, für mich auf jeden Fall. Aber eigentlich sind die auch alle so ein bisschen von der Story sozusagen auch am Erzählen. Also zumindest von der Situation her am Erzählen. Hi. Hey, du bist zurück. Hast du alles besorgt, was ich brauche? Ach so, das ist der Typ, der mir helfen wollte. Nee, leider noch nicht. Okay, bring es mir, sobald du kannst. Okay. Ja, mache ich. Hallo. Hallo. Hallo, mein Name ist Gameplayerin. Wie geht es dir? Es freut mich, dich kennenzulernen, Gameplayerin. Ich bin Buba. Ich denke immer noch an meinen letzten Angelausflug. Es war ein großer Fang, wie auch immer. Es freut mich, dich zu treffen. Jo. Da oben ist eine Hexe. Eine Hexe. Ah. Ich will mit der Hexe sprechen, bitte. Oh, jetzt bin ich die ganze Folge hier wahrscheinlich nur mit den Leuten am Reden und mache überhaupt nichts Sinnvolles mehr. Wobei das natürlich auch irgendwie sinnvoll ist, weil man natürlich dann auch in den Beziehungsstatus weiterkommt. Also wenn man hier auf V drückt, nee, Moment, auf V nicht, auf, wo ist es denn jetzt? Irgendwo habe ich es, hier, auf R drücken. Da müssten wir aber noch zwei andere haben, außer der Hexe. Da seht ihr nämlich hier 19%, 2, 7, 7. Also, ich kann halt noch nicht mit allen, oder ich habe noch nicht mit allen so den Beziehungsstatus hoch. Die Kinder habe ich jetzt auch irgendwie neu erst kennengelernt. Was ist mit dir da unten? Mit dir habe ich doch schon, habe ich mit dir gesprochen? Wo war die Hexe denn jetzt? Die muss oben rechts von mir sein. Ah, Hallöchen, Frau Hexe. Ich kann mit ihr handeln, warte mal. Okay. Man kann Blumen mit ihr handeln. Okay, das ist cool. Oh, ein neues Gesicht. Hallo, ich bin Hermi und ich wohne in einem Haus am Wald hinter der Stadt. Hehe. Ja, und ich mag Magie und so, wie man an meinen Klamotten unschwer erkennen kann. Und du? Wer bist du? Ich habe dich hier noch nie zuvor gesehen. Ich bin Gameplayerin, erst vor kurzem hier gelandet. Ich lerne immer noch die Stadt und ihre Bewohner kennen. Warum trägst du solche Kleidung? Gut zu wissen, dass es jemanden mit Superkräften gibt. Nee, nehmen wir mal das Erste. Ach, es gibt nicht viel zu sehen. Die Stadt ist klein und die Touristen, die wir vorher hatten, kommen nicht so bald wieder. Mir ist das ziemlich egal. Ich lebe ja nicht von ihnen. Wenn ich etwas weiß, dann dass jeder sie braucht. Unsere Stadt lebte einst von Tourismus. Aber jetzt tun wir fast alles, was wir können. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Okay. Neuer Tagebucheintrag. Sehr schön. Ja, jetzt ist der Tag aber auch schon wieder fast zu Ende. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Schaffen wir es denn noch? Ich hoffe, das schaffen wir noch. Bevor, ja gut, wir müssen ja nachts nicht unbedingt schlafen. Es geht ja nur darum, dass wir ausgeruht sind. Da sind auch nochmal Pilze. Habe ich mit dir schon gesprochen heute? Wir haben den schönsten Mond der ganzen Welt. Anscheinend ja. Zumindest ist er heute nicht so gesprächig. Gut, also wir brauchen Holzpaletten. Also Holzplatten, nicht Paletten. Die können wir auf jeden Fall schnell herstellen. Die Nägel. Das war, glaube ich, Silber, oder? Oder war das Eisen? Die sollten wir aber auch relativ schnell herstellen. Die Klebebänder. Ich hoffe, ich habe genug Harz unterwegs gesammelt. Und Seile. Die müssten wir aber eigentlich auch noch haben. Ansonsten kann ich das ja schnell kriegen. Also das sind bisher zumindest Sachen, die wir alles so machen können. Ah, jetzt, ja, lauf doch einfach überall gegen. Okay, also erstmal habe ich das Holz sowieso nicht bei mir. Moment, Holzplatten habe ich aber auch schon sehr viele. Das ist Feuerholz.
30 brauche ich. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr davon. Da ich schon ungefähr weiß. Oh, Moment, ich sollte vorher mal. Na, kein Apfel. Da ich ungefähr weiß, wie bzw. in welche Richtung ich hier arbeiten, also anbauen möchte, mache ich die auf jeden Fall weg. Immer vorher gucken, ob die nicht noch einen Apfel drin haben. So. Das finde ich übrigens hier total super im Vergleich zu anderen Spielen, wo ich es halt eben nicht so kenne. Teilweise ist das wirklich richtig, richtig nervig, dass man ständig die Ausdauer verliert. Dann dauert das total lange. Dann, was am idiotischsten wirklich ist, dass man die Ausdauer nur zurückbekommt, indem man irgendwie was isst oder so oder vielleicht auch was trinkt. Das ist richtig, richtig brutal nervig. Und da bin ich hier schon sehr begeistert, weil das hier halt nicht ist. Weil wir machen jetzt hier, sage ich mal, bis 90 runter. Dann lasse ich kurz los und wupp, jetzt haben wir auch schon wieder 100. Also das finde ich super von der Geschwindigkeit her. So, das mache ich mir später noch ein bisschen frei. Übrigens, was ich vorher nicht wusste, was der Epi mir sagen musste, wenn wir F drücken, haben wir eine Taschenlampe, die wir benutzen können. Das wollte ich noch mal erwähnt haben. So, Moment, wir brauchen Holz. Platten. Das heißt, ich denke mal so 15 oder was müsste ich noch machen? So, dann brauchen wir eine Packung Nägel, Klebeband und Seil. Müssen wir jetzt natürlich alles hier machen. Das ist technisch, taktisch natürlich wieder sehr dämlich von mir gewesen, dass ich das gerade so gemacht habe. Das tun wir wieder rein. Die müssen wir auf jeden Fall auch noch anpflanzen. Das denke ich. Werden wir vielleicht in der nächsten Folge machen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie lange das jetzt hier dauert mit dem, was wir gerade machen. Das können wir auch noch reintun. So. Das, ach so, das Feuerholz, das brauchen wir aber auch gleich noch. Und ich denke, dass wir den Eisenbarren auch brauchen. Moment, wir haben einen Nagel und vier Schrauben. Wir brauchen 10 Nägel. Das heißt also eigentlich, aber Schrauben brauchen wir eigentlich keine. Das heißt, die könnten wir theoretisch reintun. Das werden wir noch brauchen. Na gut. Orangefarbener Pilz für Medikamente. Du kannst sie essen, weißt ja doch nicht, ob es sicher ist. Also die können wir auch erstmal reintun. Die verderben natürlich, das ist das große Problem. Du hast weniger Hunger, das ist sehr schön. So, dann nehmen wir jetzt erstmal die Bretter. Dann 9 Nägel, 5 Seile. Moment, Seile. Erstmal 5. Ich glaube, die gingen relativ schnell. Ja, doch. Mal eben schnell einen Schluck trinken zwischendurch. Wir könnten. Ach so, einen Schluck trinken. Könnte ich hier theoretischerweise auch. Und dann nochmal kurz auffüllen. Da. 0,0. Okay. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Wir müssen dann wohl gleich. Oh, wir müssen dann wohl gleich auf jeden Fall noch. Was schlafen. So, das wollte ich sagen. 5-mal Klebeband. Schaffen wir das damit? Ja, perfekt. Dann gucken wir in der Zwischenzeit mal eben, was wir hier eigentlich bekommen haben. Och, komm. Von Jordan. Hey, ich wollte dich nur daran erinnern, dass mein Laden jeden Morgen geöffnet ist. Komm vorbei, wenn du etwas kaufen willst. Mein Angebot ändert sich in jeder Jahreszeit. Ah, okay. Und ich kann dir deine Sachen abkaufen. Wenn auch nicht für den vollen Preis. Dafür bin ich viel zu arm. Hehe, ja. Wiedersehen. Okay, dann haben wir das auch schon mal freigeschaltet. Sehr schön. Aber das ist immer noch am Blinken irgendwie. Nägel. Ja, was brauche ich denn dafür? Ein Eisenbarren. Dann machen wir erstmal 5. Und ich habe kein Eisenerz dabei. Wieso habe ich kein Eisenerz dabei? Eisenerz, zack. So, ein Barren, zack. Eisenerz tun wir wieder rein, zack. So, das ist schon fertig. Oh Gott, das ging jetzt aber schnell. Das ist auch fertig. Dankeschön. Dann machen wir noch
einen Fünferpack Nägel. Drunter geht ja eh nichts. Und gucken hier nochmal eben nach. Von Jack. Ahoi, ich möchte dich nur daran erinnern, dass ich Boote baue und verkaufe. Hahaha, großartige Boote. Schau mal bei mir vorbei, falls du ein neues gebrauchen kannst. Alles Gute. Ja, mit dem wollen wir ja sowieso quasi noch handeln. Dann warten wir jetzt hier noch auf die Nägel, bis die fertig sind. Weil ich habe im Moment noch so viel innerlich vor, wo ich total begeistert war, als ich das rausgefunden hatte. Und dann gedacht habe, oh, das musst du unbedingt im Let's Play aufnehmen. Und das Schlimme daran ist, mir entfällt bald alles wieder. Also irgendwie, ich habe so viel im Kopf und das würde ich alles auf einmal machen. Jetzt haben wir gerade 10 Uhr. Moment, dann, ab wann sind die denn auf? 6? Ja, machen wir mal 8 Stunden. Sollte eigentlich reichen, oder? Der Typ, das war dieser Bootstyp, der eben unten war. Die Frage ist, wann der dann gleich, also wo ich den dann gleich finden kann. Okay. Ja, das sieht soweit alles gut aus von den Werten. Ich weiß immer noch nicht, wenn ich das ausschalte. Nee, da ändert sich aber auch nichts dran. Ich weiß immer noch nicht so genau, was dieser grüne Blitz unten eigentlich bedeutet. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich dachte jetzt spontan, ob das irgendwas mit dem Sprinten zu tun hat oder so. Aber offenbar hängt das damit auch nicht zusammen. So, jetzt ist es 6:30 und die Leute sind wahrscheinlich alle noch am Schlafen. Obwohl der Alte... Ja, der ist auch noch am Schlafen. Oh, wie ich das hasse. Ich denke, morgens ist hier brennt hier die Hütte, aber irgendwie ist hier noch gar kein... Doch, ein paar Leute sind draußen, aber nicht der... Was ist der... Nee, der Angler war das nicht, oder? Nee, der Angler hat sich danach vorgestellt. Der war neu. Moment, das war mit R, oder? Das war der Jack hier. Das war der Pirat. Bei den ganzen Kuddelmuddel hier. Ich kann es auch leider nicht reinzoomen. Kann ich den ehrlich gesagt nicht finden. Ich laufe mal so in die Gruppen rein. Vielleicht finde ich den ja doch noch irgendwie. Also das sind die anderen. Da war aber auch nicht drin. Jack, 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 ganz ehrlich. Pennst du noch? Moment, mit dir reden wir aber auch nochmal. Wer bist du? Du bist ganz schön neugierig. Brauchst du etwas? Wenn es nichts Wichtiges ist, dann wäre es besser, wenn du ein anderes Mal wiederkommst. Die kenne ich aber doch schon. Mein Name ist Gameplayerin. Ich bin neu hier und lerne gerade alle kennen. Ich war in der Nähe und dachte mir, ich sag mal Hallo. Nö, ich mach das... Das ist ja toll, dass du einen Namen hast. Und anscheinend bist du der Typ, der gerne im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Wir sehen uns. Was? Ah, du bist also Gameplayerin. Ich bin gerade mit etwas Wichtigem beschäftigt. Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst, das tatsächlich meine Aufmerksamkeit erfordert. Okay. Von mir aus. So, die laufen da oben rum. Ja, wenn, dann könnte der da unten bei dem Kletterer-Dutch da unten rechts sein. Das ist der zum Verkaufen. Wir haben jetzt tatsächlich auch... Doch, Moment, wir haben noch Müll dabei. Den kann man tatsächlich als Dung verkaufen. Wenn auch jetzt nicht viel, also dass man nicht viel davon bekommt. Ach, das war bestimmt ein Apfel, der abgelaufen ist. Ja, ja, ja. Hallo, kann ich auch mal raus? Anscheinend nicht. Mit dir können wir auch noch mal kurz reden. Oh, ich bin froh, dass ich dich getroffen habe, Gameplayerin. Ich wollte dir bei unserem letzten Gespräch etwas sehr Wichtiges sagen. Vergaß jedoch, es zu erwähnen. Wenn du die Stadtgrenze verlässt, musst du auf der Hut sein. An den Grenzen der Stadt leben einige Kreaturen, die dich angreifen könnten, weißt du? Danke für die Warnung. Ich habe einige von ihnen schon getroffen, als ich außerhalb der Stadt unterwegs war. Aber es war in Ordnung. Ich wusste, auf mich selbst aufzupassen. Oh, es tut mir leid, dass ich vergessen habe, dir das mitzuteilen. Ich bin froh, dass du es geschafft hast, auf dich selbst aufzupassen. Das ist immer beruhigend zu hören. Denk daran, dass es keine Schande ist, sich zurückzuziehen, wenn man sich in einer gefährlichen Situation wiederfindet. Schließlich ist es besser, sicher zu sein, als etwas zu bereuen.
Ja, da hat sie nicht ganz Unrecht. Okay, jetzt sind die aber alle hier weg, oder wie? Jetzt ist dieser Bauarbeiter über mir. Ah, Moment, der Pirat ist jetzt auch über mir. Ah! Ich muss nochmal zurück. Wo seid ihr? Stopp! Ich muss mit dir reden. Nee, mit dir nicht. Nein, nein, nein. Oh Gott, bleib dir wenigstens stehen. Ich weiß, dass du gerade erst angekommen bist, aber mach dir keine Gedanken darüber, okay? Jeder ist hier willkommen, egal ob Neuling oder Veteran. Nutze die Gelegenheit, um in der Bar ein wenig mehr über die Leute zu erfahren. Obwohl ich noch nicht so lange hier bin, fühle ich mich schon heimisch. Die Luft auf Maluja ist belebend. Ich habe schon ein paar Menschen getroffen und sie waren allesamt freundlich. Das stimmt. Ich stamme auch nicht aus Maluja, aber dieser Ort war der einzige, der mich aufnehmen wollte. Es ist ganz besonders hier. Also ganz ehrlich, hätte ich gewusst, dass ich dieses Wort immer wieder aussprechen müsste, bin ich ganz ehrlich, hätte ich einen anderen Namen gewählt. Stopp! Nein, nicht mit dir! Geh weg! Geh weg! Ja! Nein! Du! Stopp! Hey, du bist zurück. Hast du alles besorgt, was ich brauche? Ja, alles hier. Jawohl, jetzt habe ich alles. Ich werde bald mit der Arbeit beginnen. Geh nach Hause, ruhe dich etwas aus. Morgen müsste alles fertig sein. Juhu, ich konnte es abgeben. Ach so, mit denen kann ich auch handeln. Hallo Gameplayerin, wie geht's dir? Hattest du schon Gelegenheit, jemanden aus Maluhia zu treffen? Die meisten Leute hier sind nett, auch wenn natürlich jeder seine Persönlichkeit hat. Man muss nur mit ihnen umzugehen wissen. Vergiss auch nicht, die Insel zu erforschen. Hey, mir geht's gut. Ich gewöhne mich langsam ein. Ich habe mit ein paar Bewohnern gesprochen. Ich freue mich darauf, alle auf der Insel zu treffen. Keine Zeit gehabt, mit jemandem zu besprechen. Nicht zu beschweren. Ich nehme mal das Erste. Du siehst sehr glücklich aus. Ich freue mich, dich in der Nachbarschaft zu haben. Ich werde gerne ein andermal mit dir reden. Ich habe glücklicherweise einen neuen Job, auf den ich mich jetzt konzentrieren muss. Okay. Dann würde ich sagen, da wir jetzt sowieso schon mit fast allen gesprochen haben, dass wir jetzt nochmal ganz schnell zum Abschluss hier runterlaufen. Dudum. Warte, bis der Captain das repariert hat. Moment. Steht jetzt hier auch nicht drin. Na gut. Okay, dann warten wir einfach mal ab. Ach so, darum. Irgendwo. Da unten ist er. Hallo. Guten Tag. Mit dem kann ich auch handeln. Oh, ich kann Würmer kaufen, wahrscheinlich auch verkaufen. Und Buntbarsche. Ah, gut zu wissen. Würmer habe ich eigentlich immer viel gefunden. Also wenn ich was gemacht habe mit Erde. Jeder Tag ist zum Angeln, selbst wenn es etwas dauert, bis der Fisch anbeißt. Die See leistet einen Gesellschaft. Ich kriege nicht genug von diesem Leben. Angeln ist wirklich entspannend. Das erinnert mich daran, dass ich meine Fähigkeiten als Angler verbessern muss. Oh ja. Oh, wirklich? Was wollte ich sagen? Ach ja, nun, es ist durchaus möglich, das Angeln auf eigene Faust zu lernen. Ich habe es auch geschafft. Aber wenn du Hilfe brauchst, such einfach nach mir. Ich würde gerne weiter mit dir reden, aber ich muss mich auf meinen nächsten Angelausflug vorbereiten. Manche Fischarten tauchen nur zu bestimmten Zeiten auf. Hier ist der Tipp. Oh, nur zu bestimmten Zeiten, okay? Okay. Dann nehmen wir uns jetzt noch eben den Kaffee hier mit, den wir hier bestimmt noch finden. Ich meine, den finden wir bei uns auch, aber, ne? Okay, mehr darf ich nicht ins Wasser gehen, von mir aus. Ja, dann würde ich schon fast sagen, dass wir hier erstmal die heutige Folge beenden. Müssen eh warten, bis der Kapitän den Dock da bei uns repariert hat. Und dann können wir mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich habe noch sehr viel mit euch vor. Ich würde sagen, in der nächsten Folge bleiben wir ein bisschen mehr bei uns an der Basis. Also da werde ich jetzt auch offline wieder hin zurückgehen. Bleiben wir ein bisschen bei uns an der Basis und verschönern das Ganze. Ja, also ich werde da schon mal ein bisschen Vorarbeit leisten. Ich werde die Pflanzen ein bisschen wegmachen. Ich werde die Bäume ein bisschen wegmachen, beziehungsweise den Felsen, der da auch mitten im Weg ist. Und damit ihr da nicht die ganze Zeit dabei stehen müsst und mir dann nur beim Umgraben sozusagen zusehen müsst. Und dann schalte ich euch wieder ein, wenn ich das alles soweit weggemacht habe. Und ja, dann werden wir den Rest danach wieder gemeinsam machen und erkunden und überhaupt. Bis zur nächsten Folge.
Ciao.